Ja, also sind wir wieder in Black Mesa zu einem neuen Ausflug hier in diese wunderschöne Forschungsanlage, die auch so unglaublich sicher aussieht und hochtechnisiert. Wir stecken hier, wo sind wir eigentlich? In der Observation Area natürlich. Wir stecken hier in dieser Ranzregion fest und wir müssen hier irgendwie wieder rauskommen. Und ich habe beim letzten Mal auch noch geschaut, wo wir wieder rauskommen. Ich muss bloß den Weg finden und ich muss mich wieder an die Empfindlichkeit der Maus gewöhnen. Das ist auch irgendwie sehr hoch jedes Mal, habe ich das Gefühl. Die Mausempfindlichkeit. Kommen wir gar nicht wieder raus oder sind wir ja gar nicht reingekommen? Ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein. Gut, dann gehen wir da einfach mal den Weg lang. Wahrscheinlich war das der Weg, wo wir gekommen sind. Denn wir müssen woanders lang. Oh. Ja, lass mich mal. Genau. Auch interessant, mit einem Schlag gleich. Na gut, von mir aus. Wir müssen nämlich an eine Stelle, an der ich sogar schon mal reingeschaut habe und ich dann voller Ekel hinter mir gelassen habe, und das ist diese hier. Wir sehen schon, da hinten geht es nämlich weiter. Und da müssen wir eine kleine Jump'n'Run-Einlage absolvieren, um da hinzukommen. So, und auch schon fertig. Und dann können wir auch weitergehen. Mal sehen, wo wir da hinkommen. Ach, natürlich, wir sind jetzt quasi auf der anderen Seite. Dort drüben waren wir gerade eben noch. Jetzt dürfen wir auf den Stamm von da rumhüpfen. So muss das sein. Ah, steig, steig. Verdammt. Schlechtes Timing gehabt, gebe ich zu. Ah, weiter. Ja, Lebenszeichen werden schwächer. Wir sind noch bei 93, also werd mal nicht panisch hier. Lieber Anzug, ja. Ich hab gerade den Überblick verloren. Ich glaube, von da drüben sind wir gekommen, ne? Von da. Nee. Doch. Oder? Ich weiß es nicht. Diese empfindliche Maus macht mich fertig gerade. Wir gehen mal hier lang. So, hier drüben ist aber... Also wir müssen oben bleiben, okay. Hier drüben ist nämlich gar nichts auf dem Boden. Das heißt, wir gehen die Leiter hoch. Ja, genau, von hier sind wir gekommen. Und hüpfen mal nach... Nicht nach unten, das wollte ich doch gar nicht. Gut, ich muss erstmal wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen, weil die Mausempfindlichkeit doch extrem hoch ist. Was ist das denn? Was auch immer. Wir versuchen es gleich nochmal. Ne, weil die Mausempfindlichkeit doch irgendwie ist... Moment, ich muss mal kurz gucken. Habe ich die immer so hoch gehabt? Die kommt mir verdammt hoch vor, die Mausempfindlichkeit. Kann ich das überhaupt einstellen? Hier, Mausempfindlichkeit. Vielleicht bin ich auch eine kleine Muschi, dass ich mich da gerade nicht dran gewöhnen kann. So ist schon besser. Das hat mich gerade wahnsinnig gemacht. Okay, neuer Versuch. Ich hoffe, diesmal schaffen wir es dann auch. Jetzt, wo wir etwas mehr Kontrolle haben. Ja, geht doch. Einmal in Deckung gehen. Einmal weiterlaufen. Oh ja, ich liebe Jump'n'Run-Einlagen in diesem Spiel. Oh, großartig. Ich hätte vielleicht mal speichern sollen. Naja. Ach, sag mal. Dieses Spiel ist nicht für Jump'n'Run geeignet, ganz ehrlich. Ich bleibe mal in der Mitte stehen, bis es wieder passend ist. Ich lasse das jetzt aber mal so. Mit dem Leben und so. Ich meine, ich könnte jetzt neu laden, aber ich habe gerade ehrlich gesagt keine Lust. Das wäre eigentlich gewesen, wenn wir hier... Wo geht's denn dahin? Ach nee, von das wir sind schon durchgekommen durch das Ding. So. Och Mensch, ernsthaft. Och Leute. Langsam ist es. Müsst ihr mich verarschen? Jetzt lade ich aber doch mal neu hier. Wenn ich die. Habe ich überhaupt eine Schnellladentaste? Ich weiß es nicht. Mach ich es halt so. Automatisch ist das letzte. Okay. Kommen wir hier raus. Sehr schön. Dann nehme ich das nämlich gleich mal. Wir sind doch von oben gekommen. Das heißt, ich will mal ganz kurz schauen, wo wir hier... Wir kommen gar nicht unten rein, okay. Ich hätte gedacht, wir können da wieder reinkriechen, aber... Sieht nicht danach aus. Hops. So. Jetzt sind wir zumindest schon mal drüben. Und verkacken es direkt wieder. Es ist ja nicht zu fassen, ey. Sag mal. Wie blöd kann man sich anstellen? Ich weiß es nicht. Wie blöd kann man sich anstellen? Ich weiß es nicht. So. Geht's jetzt vielleicht? Ich stelle jetzt mal vorne drauf.
Dankeschön. Ganz ehrlich, die Steuerung von dem Spiel ist so unglaublich direkt, dass die nicht für Jump'n'Run geeignet ist. Man kann das nicht so oft machen. Das ist einfach blöd. Okay. Neuer Bereich. Sicherheitshalber nochmal speichern, bevor es wieder von Strand mein Handcrab gehört. Naja. Bevor es wieder verkackt, ich werbe erstmal nach hier unten, bevor wir hochgehen. Denn hier gibt es so viele Kisten. Da muss doch was zu plündern sein. Irgendwelche Muni ist in Ordnung. Nehmen wir mit. So, das sieht doch gut aus. Gleich noch ein bisschen Leben. Und dann lacht das Herz doch gleich wieder ein bisschen mehr. Okay, drauf hier. Drauf hier. Dankeschön. Und mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Oh, ist das gut? What? Nein, ich will aber nicht. Ich will aber nicht da runterfallen. Hallo? Hallo? Will ich da runter? Will ich da runter? Ach, das ist Wasser, okay. Ich habe das nicht als Wasser erkannt gerade, muss ich zugeben. So, kommen wir hier raus? Ja. Nein, kommen wir nicht. Ich glaube auch irgendwie zu wissen, wo wir sind. Kann sein, dass es nicht der richtige Weg ist. Wobei doch, vielleicht hier unten lang als richtiger Weg. Schauen wir mal. Ah, lasst mich oben. Ich will nicht in euer komisches Schaufelwerk da hineingesogen werden. So. Wo sind wir denn hier? Das sieht so ungemütlich aus, muss ich zugeben. Wir tauchen hier von einer Kammer zur anderen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind in einer Kläranlage. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil das Wasser so trüb ist. So, weiter. Oh, bin ich jetzt zurückgeschwommen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich zurückgeschwommen bin. Nochmal. Nicht so heldenhaft, ich gebe es zu. Aber das Spiel bietet auch allerlei Anlass zu Verwirrungen. Ah ja, ich weiß, wo ich gerade falsch geschwommen bin. So, wir schauen mal hier drüben ab. Oh, ich glaube, ich will da nicht sein. So. Oh, 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 oh. Nicht gut. Ganz ehrlich, das ist kein Ort, an dem man schwimmen gehen sollte. So, ich habe vorhin auch auf die falsche Anzeige geguckt, als ich nach dem Leben schauen wollte. Fällt mir gerade so auf. Es ist schon wieder ein paar Wochen her jetzt, dass ich gespielt habe. Von daher bin ich wirklich wieder ein bisschen raus. Aber ich denke, man kann sich da relativ schnell wieder dran gewöhnen. Und dann werden wir das schon irgendwie gedeichselt bekommen. Jetzt sind wir doch schon wieder hier. Warum sind wir schon wieder hier? Ich verstehe das nicht. Ich will nicht hier sein. Wir kommen immer wieder an denselben Ort zurück. Wir müssen ja immer noch ein Stück weiter schwimmen. Wahrscheinlich schwimmen wir doch einfach noch eine Runde. So, nochmal unten durch. Oh, eine Witzka, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ach, da drüben. Ah, ich dachte mir gerade schon, wo kommt denn das her? Halt dein Schwänzchen noch ein bisschen in die Höhe, mein Kleiner. Scheint gerecht zu haben. Oder? Nee, doch noch nicht. Oh, das war nicht so gut. So, jetzt aber. Einmal nachladen, einmal speichern und weiter. Wir müssen, glaube ich, da drüben hin. Uff. So, wir gehen mal an dieses Ende. Yay, wir haben den Colt wieder. Ist das nicht schön? Aber die Sache ist, ich will den Colt gar nicht benutzen. Aber das ja anhalten. Also wir haben irgendwas bewirkt, aber die Frage ist, was? Ich weiß es nicht. Papierkorb hat auch niemand was für uns hinterlassen. Schade. So, bisschen Energie für uns. Leben ist voll. Ein seltener Moment im Spiel, muss ich zugeben.
So, jetzt haben wir hier beide Türen offen. Das ist 1A, wunderschön. Aber nicht der Weg, den wir gehen müssen. Wir müssen wohl eher da lang gehen. Conveyor Control. Control klingt immer gut. Bedienen wir doch einfach mal ein bisschen hier. Ich weiß nicht, was wir hier tun, aber es ist auch egal, glaube ich. Bewegen wir irgendwas von den Laufbändern? Nö. Wer weiß. Ich weiß jetzt leider auch nicht, was Conveyor heißt. Um ehrlich zu sein. Och. Oh, der ist schon tot. Das geht aber schnell. Na gut. Ich habe irgendwie den Drang, zu denen hinzugehen und Loot einzusammeln, aber das ist irgendwie nicht so ganz in dem Spiel gegeben. Okay, ich glaube, wir müssen über die Laufbänder. Ich will gar nicht über die Laufbänder, wenn ich mir das so anschaue. Okay, was soll's. Ah! Aha! Ach, scheiße. Wer hat sich das denn ausgedacht? Oh Gott. Ich kann das nicht. Leute. Soll ich hier mal speichern? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Bin ich direkt ins Wasser gestürzt wieder? Oh ja, das war großartig. Gebe ich zu. Das war super. So. Ach komm schon. Das könnte etwas kritisch werden. Nein, du sollst durch, Mann. Ich bin nicht so gut darin. Ach komm schon, ich war doch bestimmt durch. Nein, verdammt. Wir waren unserem ersten durch und dann sind wir ins zweite gekommen. Ihr hasst mich, ich gebe es zu. Mach das noch eine Runde weiter. Irgendwann schaffe ich es dann noch. Gut, dass wir so viele Leben haben, wie wir wollen. Auch interessant, ich bin von oben durch das Ding durch zermatscht worden gerade. Ja, das ist gut gemacht, Gordon. Das ist super gemacht. Ich will nicht abstürzen. Warum? Was soll das? Ich kann doch nicht zermatscht werden, wenn ich auf dem Ding drauf bin. Ach Mensch. Leute. Ich bin doch vorhin einmal durchgekommen. Wie habe ich das denn gemacht? Ich weiß es nicht. Jetzt war ich fast durch. Immerhin. Ja. Ja. Speichern. Ja. Gott. Was für ein Schund. Wer hat sich das denn ausgedacht? Sorry, aber das ist doch bescheuert. So, ich muss vielleicht mal hier auf eine munitionssparende Variante wechseln. Wo kommen wir denn hier hin? Ah, nicht runterfallen. Ich habe die Befürchtung, dass wir dann wieder durch diese... Oh nein, wirklich? Naja gut, wenigstens war das jetzt nicht allzu anspruchsvoll. So, der macht einfach bloß runter. Der geht dreimal runter. Okay. Die waren jetzt besser als die davor. Also das davor war wirklich schrecklich. So, ich glaube, wir sollten nicht in das Säurebecken. Ich glaube, wir sollten eher hier hin. Was für ein Spaß mit den Laufbändern hier. Ich kann meine Freude kaum in Worte fassen. Gehen wir doch mal mit der richtigen Richtung. Es macht ja so viel Vergnügen. Immer wieder zu sterben, indem man unter irgendeine Presse gerät. Wo sind wir denn? Ist das gut, dass das hier so links und rechts Flammen schlägt? Ich glaube nicht. Und kann es sein, dass wir nur im Kreis uns bewegen? Nee. Ich speichere mal. Wo sind wir hier? Ich gehe mal hier lang. Das sieht gut aus, glaube ich. Oh, das sieht nicht so gut aus. So, deswegen sieht das nicht so gut aus. Ich mache das aber vielleicht nochmal. Wenn ich den mal... Ich muss jetzt mal gucken, wo hier... Haben wir keine schnell...